Hallo? Hallo, herzlich willkommen. Erstmal eine Ankündigung ganz zu Anfang. Du bist nämlich einer der geladenen Gäste zum international südamerikanischen Wood und Sea und Windwalker Kongress eingeladen. Und da hast du ordentlich was zu erledigen. Und dementsprechend bist du gerade in Südamerika unterwegs und wir nehmen diese Folge hier im Voraus aus ein paar Tage. Das ist natürlich auch ziemlich weit, deswegen bin ich eine ganze Weile unterwegs. Aber es ist ja nicht der internationale, sondern halt der südamerikanische. Naja, also klar, es ist automatisch international, weil Südamerika natürlich mehrere Länder hat, aber man nennt es trotzdem Kuba, den südamerikanischen. Chile, Paraguay, Uruguay, Brasilien, Kolumbien, El Salvador. Ist das noch Mitte? Ja. El Salvador ist Mittel. Ach so, dann wie hieß das denn nochmal? Ecuador. Franz irgendwas. Wie bitte? Franz, da an der, oben an der Küste, da im Norden, da gibt es doch diese Französisch irgendwas. Achso, Französisch Papua-Guinea? Ja, kann sein. Aber Venezuela gibt's ja noch. Venezuela gibt's auch noch. Man merkt, ich kenne mich ein bisschen mit Geografie aus. Ganz bisschen. Hast du etwa ganz viel Cetera gespielt? Übrigens, wer das nicht kennt, das macht schon Spaß. So eine Geografie. Ja, ich kann App ganz oder Asien, Website. Ich kann ganz Ozeanien, ich kann ganz Nordamerika, ich kann ganz Südamerika. Und das Einzige, was mir fehlt, sind Europa und Europa ist das Einzige. Und Afrika. Dass ich so ein bisschen besser kann. Ja. Also nicht besser als du vielleicht, das weiß ich nicht. Doch, ich habe da so gut wie gar nicht trainiert. Ich denke, wir sind bei guten 2 Minuten, also würde ich mal anfangen. Mit einem mega unlustigen Witz. Was passiert, wenn du einen DJ anrufst? Weiß ich nicht. Er legt auf. Haha, der ist nochmal ganz gut. Den hast du wieder von Google, oder? Ja, siehst du. Ist aber auch egal, nach deutschem Zitatrecht darf ich das Witze darf man eh sowieso immer weiter erzählen. Ja, ich weiß, ja. Witze also haben kein Urheberrecht. Also da muss ich gar nicht sagen, dass das geklaut in Anführungszeichen ist. Nein, nur weil du wobei dir manchmal... Wobei ich auch ein paar ausdenke. So. Genau, also so deswegen, weil du dir auch oft welche ausdenkst oder die so variierst. Und manchmal gelingt es dir auch und manchmal merkt man aber auch so, nee, der war wie, heißt, auf jeden Fall. Wie heißt der Helm von Dunkelmut? Helmut. Das ist zum Beispiel komisch. Muthelm, einfach umgedreht. Ja, aber so ein mutiger Helm, weißt ja, du? Ja, aber das funktioniert zum Beispiel nicht so gut. Oder wie nennt man einen mutigen Helm? Helmut. Okay, wir haben jetzt schon wieder 3 Minuten Mist gelabert. Dementsprechend kommen wir auch mal zum heutigen Thema. Das sind nämlich Katzen. Aber vor allem Raubkatzen. Vor allem Wildkatzen. Weil wir reden ja auch über Karak. Ein bisschen. Und Karak ist ja ein Berglöwe oder auch Kuga. Ja, oder auch Puma genannt. Oder auch Silberlöwe. Ah, echt? Oder der lateinische Name vom Berglöwen ist voll schwer, ne? Ja. Ja. Ist nicht so ein normaler Großkatzenname wie beispielsweise Panthera pardus oder Panthera tigre, sondern sowas ganz abgespacedes, muss ich mir noch ein bisschen besser einprägen. Ah, Was ich ja ganz am Anfang und du auch sehr irritierend fanden, als wir das erste Mal Woodwalkers gelesen haben, dass überhaupt Berglöwe und Puma das gleiche sind. Nee. Dass das einfach 2 Namen für eine Sache sind. Doch, das fanden wir komisch. Ich nicht. Also ist doch das Gleiche. Hä? Ja, weil wir wussten es am Anfang nicht. Du echt hast dich jetzt immer aufgeregt, wenn dann irgendwie plötzlich doch von Puma die Rede war oder... Naja, also wie... Es ist halt ein Berglöwe ist halt ein bisschen falsch, weil es halt nicht mit dem Löwen verwandt ist und so. Es gehört nicht zur Ordnung der Panthera. Der Name an sich ist irgendwie irreführend, ne? Ja, aber ich habe jetzt nicht gesagt, nee, Berglöwe und Puma sind 2 unterschiedliche Sachen. Na, vielleicht erinnere ich das auch falsch. Ich war auf jeden Fall irritiert auch. Ja.
Dann fangen wir am Ja, besten was sind an. denn genau? Welche Raubkatzen fallen dir alles ein und welche leben wo vor Als allem? Welche erstes magst du? ist das Beziehungsweise eine als Schaf mag Raubkatze. man natürlich keine so richtig gerne, aber davon Nee. abgesehen, deiner Ich mag die zweitgestellt. am liebsten, die am weitesten wegnehmen. Ja, das glaube ich. Geht mir ja ähnlich. Also, Oder doch die zahmen Vertreter. kommen wir endlich zum. Also, es gibt eine Wildkatze, die den Namen unseres Hauptcharakters sehr ähnlich ist. Sie wird auch Wüstenluchs genannt. Kommst du drauf? Nee, leider nicht. Es handelt sich um den Karakal. Ah, nee, da wäre ich jetzt auch gar nicht mehr drauf gekommen. Karakal, so wie Schakal, aber Karakal. Nee, hat gar nichts damit zu tun. Ne? Schakale sind ja gar keine Ein Raubkatzen, sind ja Schak eher Hunde. Ein Sch Schakale gehören zur Familie der Hundeartigen, wie zum Beispiel Wölfe, Genau. Kojoten, Ja, Füchse. richtig. Nee, ein Karakal ist schon eine Katze, luchsähnlich. Und die ist halt so beige mit so schwarzen Pinselohren und wunderschönen himmelblau herrlichen Augen. Apropos, erinnerst du dich, als wir während mal irgendwann in Nordens Ark waren, so einem Wildzoo, was gab's denn da nochmal? Da Da gab's. gab es doch so coole, da gab es doch so eine ganz coole Katze auch. Ja, ist ein bisschen doof, aber man muss sagen, es ist noch einer der besseren Zoos, aber Ja, es klar, du ging schon wolltest ja auch stören. gar nicht über Zoos reden eigentlich, weil du Nee, ganz weil doll ich die so. Anti-Zoo bist. Ja. Ja. So. Aber muss man mal gucken, ne? Auf jeden Fall Auf jeden Fall haben wir da ist. eine ganz tolle Wildkatze gesehen. Auf jeden Fall haben wir da eine ordentliche Menge Vertreter der Katzen gesehen. Als Exempel einen eurasischen Luchs. Auch das, oh ja. Also Luchse sind ja bei mir, bei den Tieren ganz weit unten. Du erinnerst dich bestimmt schon an den Fall von Katrizia. Die wurde ja von einem Luchs gerissen. Och, Ja. meine Cousine zeugen gerade. Ja, das So. wollen wir jetzt lieber nicht vertiefen, sonst sind wir gleich wieder ganz deprimierend. Es gibt, mir sind vier Luchsarten, ich weiß, dass es vier gibt. Also da gibt es einmal den kanadischen Luchs, den eurasischen Luchs, den Rotluchs und der vierte liegt mir auf der Zunge, aber ach Gott, er kriege ich nicht in meinen Kopf. Also da gibt es einmal den Rotluchs, der ist, ich weiß, so da im Westen irgendwo, also der ist da. In Amerika und so weiter unten und vielleicht auch in Kanada beheimatet. Dann gibt es den kanadischen Luchs. Da kommt man überhaupt nicht drauf, wo der lebt. Zufällig in Kanada. Nee, in Alaska. Aber Alaska ist in den USA und in Kanada, Nee, oder? in den USA. Ah ja, stimmt. Aber es ist sehr ganz nah halt an Kanada. Aber Ja, es ist also trotzdem Alaska irreführend, wurde ja. von Kanada abgekauft. Also, und es gibt kanadische Luchs auch in Kanada. Und in Amerika. Obwohl, wenn es sie in Alaska gibt, gibt es sie ja automatisch in Amerika. Ja, und auch in den USA. Richtig. Dann gibt es noch den eurasischen Luchs. Wo denkst du, lebt der? In Europa und Asien, in der Türkei zum Beispiel. In Eurasien. In der Türkei weiß ich jetzt nicht. Weil Ich gucke. Türkei Europa und Asien ist, dachte ich, passt Oh, es gut. der lebt zum Beispiel in Russland. Und vielleicht so Kasachstan, solche, Ja, so. Kasachstan, Turkmenistan, Usbekistan, Kyrgyzstan, Ja. Tadschikistan. Pakistan. Vielleicht noch so ein bisschen Georgien, Richtung Iran Georgien. vielleicht Georgien noch. ist schon nochmal eine ganz andere Ecke. Ja, es heißt nicht Georgien, Ach vielleicht so, doch. auf Dann, Englisch naja, eher, ne, gut. weiß ich gar nicht genau, ehrlich gesagt. Ach so, Aber auf naja, Deutsch gut. sagt man Georgien. Ja, ich kenne Georgien. Echt? Aber Georgia. Georgia ist ja so ein Bundesstaat in Oder den Georgien? USA. Ja, Gott, ich sollte Cetera mal auf Deutsch spielen. Ja, dann ist vielleicht ja Georgien auf Englisch. Naja, Gott, und was natürlich auch, Tiger sind natürlich auch ziemlich Ja. krasse
Tiger, da gibt es natürlich den altbekannten sibirischen Tiger. Ja, die ganz berühmten. Bei den Tigern sind ja sehr viele Arten schon ausgestorben dauerhaft. Sehr viele, das ist ja bei den Tigern besonders verbreitet. Aber ne? Das ist auch bei ganz vielen anderen Arten so. Also da gibt es einmal die sibirischen Tiger, dann gibt es da zum Beispiel den Königstiger, dann gibt es dann die bengalischen Tiger. Also es gibt wirklich eine Tigerart. Was ist eigentlich die Gemeinsamkeit zwischen bengalischen Tigern und bengalischen Feuern? Was? Oh, es gibt auch bengalische Feuer. Was ist ein bengalisches Feuer? Ich glaube, das ist was, was man im Fußballstadion auch so loslässt, so eine Art Böller, die man so, also so Feuer, die gar nicht so doll brennen. Aber bengalisch ist, glaube ich, mehr so eine Art Region, denke ich mal. Also es gibt ja kein Land, was jetzt so heißt, aber ja. Vielleicht gab es mal eins so. Ist auf jeden Fall irgendwo in Asien. Das muss ich mal nachgucken. Es gibt auch ein sehr bekanntes oder sehr gutes, naja, kann man sich drüber streiten, ein Lied von einem deutschen Rapper namens Materia, was auch bengalische Tiger heißt. Ja, stimmt. Ja. Dann gibt es zum Beispiel, wenn wir gerade beim asiatischen Kontinent sind, in Südostasien noch den Nebelparder. Den Nebelparder? Ja. Was? Ich bin eine Biene. Warum bist du eine Biene? Weil ich eine Hummel bin. Das wird immer unlogischer. Naja, ich bin halt Muffe. Macht doch Sinn, dass ich eine Biene bin, die eine Hummel ist. Verstehe. Ist? Nee. Verstehe ich alles nicht. Nicht ist essen, also ist sein. Gott. Nee, verstehe ich gar nicht. Aber was wolltest du sagen über irgendwelche Nebelpaders? Was ist das? Es ist auch so eine Raubkatze in Südostasien. Da habe ich gerade gar kein Bild vor Augen. Ja, so ein kleines, schmales Pümerchen. So, also einfarbig? Nee, so grau mit so schwarzen Linien. Ah, also ist so ähnlich wie ein Tiger? Nee, viel kleiner, so Kuhmakrose schon noch so. So ganz geschmeidig und dünn, wie es so langsam. Ach, grau wie Nebel. Ja, und so gräulich mit so schwarzen Linien und schwarzen Musterung und schwarzen Punkten. Das klingt ja nett. Punkte und Streifen, das finde ich gut. Ja, also ganz unregelmäßig. Ah, ja. Ja, kannst dir später ja mal ein Bild angucken. Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent noch die Leoparden, die Geparden und die Löwen. Pantera Leo, Pantera Pardis und wie heißt das andere Ding nochmal? Gott, ich muss echt nochmal mir diese Namen einprägen. Das ist ja schrecklich. Ja, aber ist auch nicht, dass man das jetzt so, dass man das unbedingt wissen müsste. Doch, allgemein wissen. Hast du trotz aller Angst und Feindschaft, so wenn sie ganz weit weg sind, irgendwie eine Lieblingsraubkatze? Also eins kann ich schon mal sagen, der Luchs ist es nicht. Lass mich überlegen und halte derweil die Zuschauer mit deinem amateurhaften Wissen über Raubkatzen zum Beispiel. Erzähl mal, welche es in Südamerika gibt. Aha, das finde ich jetzt nicht so nett, wie du mir den Ball hier rüber wirfst, den ich jetzt einfach nicht fange. Ich versuche lieber auf den Namen zu kommen, obwohl das dann auch langweilig ist. Ja, eben. Diese Raubkatze, die wir da in dem Norden Saar gesehen haben. Ach, also die war halt mehr wie so eine vergrößerte Hauskatze. Das war halt so witzig und so kuschelig. Die sind so ganz fluffig. Die sind eigentlich klein. Groß und die flauschig. Sind so unter 10 Kilo. Also mit einer Hauskatze vergleichbar, aber haben ganz langes Fell. So. Genau. Und so ganz kleine runde Ohren. Ja. Die fand ich schon, man könnte eigentlich, die fand mal, ich schon also ich sehr bin kein gut. Fan von Hybridkatzen, aber man könnte mal in vielen Generationen diese Katze in Hauskatzen einzüchten und spezifisch aus die Ohren gehen, sodass man dann eine Katze, ein kleines süßes Kätzchen mit runden Ohren hat, wie so ein Mini-Löwe, weil die haben ja alle so spitze. Ja, das stimmt, aber irgendwie ist es auch komisch, es ist schon auch richtig, dass sie spitze Ohren haben. Ja. Wobei diese Scottish Rollkatzen findest du ja süß. Ja, ist. Also man stellt sich das immer ekelhafter vor, als es dann hast ist. Hast du jetzt eigentlich deinen Kalender umgedreht? Hast du eine süße neue Hauskatze? Ja. Ja? Drei
drei kleine Kitten mit himmelblauen Augen in einen Korb und ganz viele Wollknäuel. Übrigens gibt keine Wollknäuel irgendwem zum Spielen, zumindest nicht, wenn es sich beim entsprechenden Exempel um eine Katze handelt. Gut, da du meine Überleitung nicht angenommen hast, muss ich jetzt leider übernehmen. Nämlich, ich erzähle euch was über den südamerikanischen Kontinent. Und da gibt es zum Beispiel das kleine süße Ozelot. Und dann gibt es da Puma. Ja. Und dann gibt es da die Hummel, glaube ich. Und da gibt es da den Leopard. Und den Panther, aber es ist eine und dieselbe Sache. Ach stimmt, Leopard und Panther ist auch dasselbe, nur mit anderer Färbung, ne? Ja, Panther sind schwarze Lila und Leoparden sollten in der Regel gelbbraun schwarz sein. Und ganz anders sind ja nochmal Geparden, die sehen so ähnlich aus, aber leben in Afrika. Geparden da sind besonders, weil sie haben so Spikes an den... Die sind ja besonders schnell. 120 km/h können sie. In einem 100-Meter-Rennen mit Justin Bull, ein Sportwagen und ein Gepard wurde der Gepard locker gewonnen und in den ersten Metern wäre der Mensch sogar der schneller als das Auto. Immerhin. Also Justin Bull. Wow. Ja, nicht jeder Mensch, nur der schnellste Mensch. Doch. Am Start würden es wahrscheinlich die meisten sein. Ja, klar, weil das Auto erstmal anfahren muss, ne? Also das, ja. Ja, du, weißt du was? Ich würde sagen, wir dehnen das gar nicht künstlich in die Länge. Nee, ich möchte nur... Ich würde gerne noch ein ganz bisschen zu Woodwalkers nochmal näher kommen. Welche Raubkatzen gibt es denn eigentlich insgesamt bei Wood und Seawalkers? Also, listen wir mal auf. Als erstes hätten wir da die Puma. Da sind uns 5 bekannt. 5 sogar? Nee, 7. Ach klar, weil die ganze Familie von Karak. Also da hätten wir einmal Goldeneye, wie auch immer dieser Typ da heißt, der Vater, irgendwas mit X am Ende, das kann ich nicht aussprechen, der dann auch Lehrer wird. Hehe, Spoiler-Alarm. Dann hätten wir da noch die Mutter, dann hätten wir da noch Mia. Die Mutter ist Minka. Dann hätten wir dann noch Karak selbst. Dann hätten wir noch Andrew Milling, seine Tochter und seine Frau. Ja gut, obwohl die von Anfang an tot sind. Ja, es sind trotzdem existierende Charaktere und sie existieren in Rückblenden. Und wir wissen über ihre Existenz. Ja. Also ja. Und dann gibt es doch aber auch noch in Seawalkers. Dann gibt es da noch Noemi. Noemi, genau. Und wenn ich nicht komplett dumm bin, sollten das sie mal... es gibt da noch Löwen, diese eine, die da behauptet, Nachfahrin des Sphinx zu sein. Ist das dann nachher bei diesem Austausch, oder? Nee. Beim Austausch gibt es dann noch so einen Leopard, King, der sich von einer Eidechse manipulieren lässt. Dann gibt es da noch, ich glaube, das sollten die meisten gewesen sein. Es gibt da halt noch dieses riesige Löwen-Gemisch, da ganz viele Löwen so. Aber das sollte der größte Teil gewesen sein. Es kann noch ein paar mehr geben. Und dann gibt es natürlich noch in Deutschland ein paar bekannte Luchse. Ja, ich meine ja bei Wood und Seawalkers. Ja, die sind quasi schon offiziell. Ach so. Denn in einem Video von Katja Brandes wurde tatsächlich wahrscheinlich eine kleine Anspielung gemacht. In diesem Video hat sie nämlich Woodwalker-Schulen auf der ganzen Welt vorgestellt. Und unter anderem eine in Deutschland. Und, aber nicht die im Schwarzwald. Schon so halb. Und da wir haben nicht mehr erfahren, so ungefähre Lage. Und wir haben als einzige Information zu den Schülern gehört, dass, ich zitiere frei, eine Lux-Mutter ist besonders glücklich, da sie ihre Tochter dorthin schicken kann. Und das spielt wahrscheinlich auf die Fanfiction Black Forest Academy an. Ah. In der ist nämlich auch eine gewisse
Slugs-Mädchen gibt. Das ist natürlich witzig, wenn Katja Brandes so auf Fanfiction eingeht und dann so den ein oder anderen Charakter übernimmt. Das ist eine kleine Anspielung. Ja. So, sie übernimmt den ja nicht, das wird nie vorkommen. Mm. Aber es ist so ein einzelner kleiner Satz, der ein nettes Detail für Kenner dieser Fanfiction ist. So, du, ich würde beenden. Ja, genau, weil ich muss mich jetzt ja noch auf meine lange Reise ein bisschen vorbereiten. Gut, ja. Ja. Auf jeden Fall war es mal wieder eine interessante Folge und wir wissen hoffen wir diese. Zumindest. Wir haben uns ein bisschen amüsiert. Ja, ja. Das auf jeden Fall. Gut, gut, du Hummel. Ich finde, dann wissen wir schon mal, welche. Ich bin eine Biene, die eine Hummel ist, die ein Mufflon ist. Genau. Ich sag mal ganz schnell Tschüss.